Ein Kurs in Wundern, die Heilung des Traums, Kapitel 27, Römisch 3, Jenseits aller Symbole. Die Macht kann sich nicht widersetzen. Denn Gegensatz würde sie schwächen, und geschwächte Macht ist eine widersprüchliche Idee. Eine schwache Stärke ist bedeutungslos. Und Macht, die zum Schwächen verwendet wird, wird zum Begrenzen gebraucht. Und deshalb muss sie begrenzt und schwach sein, weil das ihr Zweck ist. Der Macht kann nichts sich widersetzen, wenn sie sie selber bleiben soll. Keine Schwäche kann sich in sie drängen, ohne sie zu etwas zu verändern, was sie nicht ist. Schwächen heißt begrenzen und ein Gegenteil auferlegen, das dem Konzept, das es angreift, widerspricht. Und dadurch fügt es der Idee ein Etwas bei, das sie nicht ist, und macht sie unverständlich. Wer kann ein Doppelkonzept verstehen, wie ohnmächtige Macht oder hasserfüllte Liebe? Du hast entschieden, dass dein Bruder ein Symbol für eine hasserfüllte Liebe, eine ohnmächtige Macht und vor allem für einen lebendigen Tod ist. Daher hat er für dich keine Bedeutung, denn er steht für etwas, was bedeutungslos ist. Er stellt einen Doppelgedanken dar, bei dem die eine Hälfte durch die andere ausgelöscht wird. Doch sogar dieser wird rasch widersprochen durch die Hälfte, die sie ausgelöscht hat. Und damit sind beide vergangen. Und jetzt steht er für nichts mehr. Symbole, die nur Ideen darstellen, die nicht sein können, müssen für leeren Raum und das Nichts stehen. Doch nichts und leerer Raum können keine Beeinträchtigungen sein. Was das Gewahrsein der Wirklichkeit beeinträchtigen kann, ist der Glaube, dass dort etwas sei. Das Bild deines Bruders, das du siehst, bedeutet nichts. Es gibt nichts anzugreifen oder zu verleugnen, zu lieben oder zu hassen oder mit Macht auszustatten oder als schwach zu sehen. Das Bild ist gänzlich ausgelöscht, weil es einen Widerspruch symbolisierte, der den Gedanken, den es darstellt, ausgelöscht hat. Und somit hat das Bild keinerlei Ursache. Wer kann eine Wirkung ohne Ursache wahrnehmen? Was kann das Ursachlose anderes sein als nichts? Das Bild deines Bruders, das du siehst, ist ganz und gar abwesend und nie gewesen. So lass den leeren Raum, den es besetzt, als unbesetzt gesehen werden, und die Zeit, die darauf verwendet wird, um es zu sehen, als untätig verbracht, als unbesetzte Zeit. Ein leerer Raum, der nicht als gefüllt, ein ungenutztes Zeitintervall, das nicht als verbracht und voll besetzt gesehen wird, werden zu einer stillschweigenden Einladung an die Wahrheit einzutreten und sich heimisch zu machen. Keine Vorbereitung kann getroffen werden, die den wahren Reiz der Einladung erhöhen würde. Denn was du leer lässt, wird Gott füllen. Und wo er ist, da muss die Wahrheit wohnen. Ungeschwächte Macht ohne Gegenteil, das ist es, was die Schöpfung ist. Dafür gibt es keine Symbole,
nichts weißt über die Wahrheit hinaus, denn was kann für mehr als alles stehen? Wahres Aufheben aber muss gütig sein, und somit ist der erste Ersatz für dein Bild ein anderes Bild von einer anderen Art. So wie das Nichts nicht abgebildet werden kann, so gibt es kein Symbol für die Totalität. Die Wirklichkeit wird letztendlich ohne Form erkannt. Unabgebildet und ungesehen. Vergebung ist noch keine Macht, die als von Grenzen gänzlich frei erkannt wird. Doch setzt sie keine Grenzen, die aufzuerlegen du beschlossen hast. Vergebung ist das Mittel, durch das die Wahrheit vorübergehend dargestellt wird. Sie lässt den Heiligen Geist das Austauschen von Bildern möglich machen, bis zu der Zeit, da Hilfen deutungslos sind und das Lernen abgeschlossen ist. Keine Lernhilfe ist von einem Nutzen, der über das Lernziel hinausgehen kann. Wenn sein Ziel erreicht ist, ist es funktionslos. Doch im Intervall des Lernens hat es einen Nutzen, den du jetzt fürchtest, den du jedoch noch lieben wirst. Deines Bruders Bild ist dir gegeben, das dir gegeben ist, den Raum zu füllen, der erst vor kurzem unbesetzt und freigelassen wurde, wird keinerlei Verteidigung brauchen, denn du wirst ihm einen überwältigenden Vorzug geben, auch wirst du keinen Augenblick bei der Entscheidung zögern, dass es das Einzige ist, was du willst. Es steht nicht für Doppelkonzepte, obwohl es nur das halbe Bild und unvollständig ist, ist es in sich dasselbe. Die andere Hälfte dessen, was es darstellt, bleibt unbekannt, ist aber nicht ausgelöscht. Und damit wird Gott freigelassen, den letzten Schritt selber zu tun. Dafür brauchst du keine Bilder und keine Lernhilfen. Und was am Ende den Platz jeder Lernhilfe einnehmen wird, wird einfach sein. Vergebung schwindet, Symbole verblassen und nichts, was Augen je gesehen haben oder Ohren je gehört, kann noch wahrgenommen werden. Eine gänzlich grenzenlose Macht ist gekommen, nicht um zu zerstören, sondern um ihr Eigen zu empfangen. Nirgends steht eine Funktion zur Wahl. Die Wahl, die du zu verlieren fürchtest, hast du nie gehabt. Dabei scheint sie allein sich unbegrenzter Macht und ungeteilten Gedanken, die vollständig und glücklich und ohne Gegenteil sind, in den Weg zu stellen. Du erkennst den Frieden einer Macht nicht, die sich nichts widersetzt. Keine andere kann jedoch je sein. Heiße die Macht willkommen, die jenseits der Vergebung und jenseits der Welt der Symbole und der Begrenzungen ist. Er möchte einfach sein, und somit ist er einfach.